Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe mir meine ganzen Farben jetzt schon zusammengemischt, weil das habe ich ja schon gezeigt und es geht sonst mir zu lang. Ich möchte die Fairy Flower machen, also ich sag mal liebevoll Pünktchenblume, weil ja ganz viele Pünktchen zu machen sind. Ich habe mir die Pigmente von Stefanie Etter angemischt. Ich habe immer zwei Tropfen hier reingegeben, das Gelb, das Brombeer und das Blau. Und dann habe ich mir im Spritzbeutel weiße Pigmentpaste angemischt mit dem Resitint Max Titanium White. So, Kamera stellt nicht scharf. Und dann habe ich mein restliches Weiß zum Aufgießen mit dem White Crystal angemischt. Aus dem Becher wird es reingegossen. Und ein paar Glitzerpartikelchen, Glitzer-Glas-Nuggets oder ja, Craggles, verschiedene Farben. Die habe ich so zu Hause noch gehabt. Jetzt muss ich erstmal hier mischen. Ich mische jetzt hier mal die Hälfte jeweils ungefähr vom Becher rein. Das Gelb, das Brombeer, das Blau. Ich habe diesmal jetzt das Ultracast. Es ist dünner als mein Mastercast. Und ja, mal schauen, wie sich das da verhält. Ich habe es immer mit dem dicken Harz gegossen. So, einmal. Ja, ich habe 180 Gramm eingemischt. Wahrscheinlich wird es ein bisschen zu wenig, weil ich meine Becherchen nicht auskratze. Ich könnte, ja gut, ist egal. Das mache ich, wenn das ausgehärtet ist, raus. Das geht eigentlich recht gut. So. Und die Farben hier drin. Dann stelle ich die auf die Seite. Dann ziehe ich das ein bisschen weiter mehr hier rein. Ich mache jetzt mir eine Form. Jetzt gieße ich das erstmal hier im Kreis rum. Blau, Brombeer, bisschen Gelb. Dann der Rest in die Mitte. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so voll, aber egal. Dann einmal kurz drüber füllen. Ich habe noch so ein paar Bläschen, nicht viel, aber ein paar. Das mache ich jetzt kurz außerhalb der Kamera. So, schon passiert. Ich finde das so schön, das Bunte. Jetzt habe ich hier mir im Spritzbeutel schon meine weiße Pigmentpaste reingefüllt, zurechtgelegt. Ich drehe den jetzt hier kurz noch ab. Und dann schneide ich mir die Spitze ab und dann bin ich mal gespannt, ob es funktioniert dieses Mal oder auch mit diesem dünneren Harz. Ich denke, mit dem dünnen klappt es wahrscheinlich sogar noch besser als mit dem Mastercast. Genau, also dann schneiden wir mal hier die Spitze ab. Okay. Und dann probiere ich mal so ein Stück Küchenrolle, bis es hier rauskommt gleichmäßig. Muss ich mich jetzt wieder hinsetzen. Ja, ich denke, es ist okay so. Dann geht die Fleißarbeit los. Ich habe immer noch Bläschen drin. Aber das entlüftet. Oh, es hat reingetaucht. Aber das entlüftet sich ja dann noch. Oh Gott. Muss man wieder den Anfang finden. Viele, viele Punkte. Der Nachteil an den dünneren Harzen ist, die müsst ihr halt länger in der Form lassen, bevor ihr ausformen könnt. Ja, aber das Ultracast ist eigentlich recht toll. Also es entlüftet sich gut, es sind nachher wirklich kaum Bläschen drin. Und ja, es ist halt spannend, ob ich jetzt das richtige Mischungsverhältnis habe. Ich habe es weiß kräftig hier angemischt, kräftiger als für meine Blumen. Ah, das ist halt schon die Aufgabe hier. Nächste Runde, ich mache mal ein bisschen schneller. Das arbeitet sich dann alles Richtung Mitte. Das gibt solche Streifen und dann wird es am Schluss aufgegossen. Und ja, ich denke dann immer, oh Gott, jetzt gibt es gar nichts mehr. Meistens klappt es, aber manchmal passt irgendwas nicht. Dann habt ihr euch vielleicht die Farben zu opak gemischt. Das kann schon passieren. Und dann
kommt das Weiß nicht richtig durch oder das Weiß ist zu dünn oder ihr habt zu lange gewartet, das Harz hat keine Zeit mehr zum Arbeiten und so weiter und so weiter. 100.000 verschiedene Gründe. Und auch wenn ihr vielleicht alles richtig macht, das Harz hat trotzdem seinen eigenen Kopf. Das sage ich immer wieder. Das sagen auch andere. Das stimmt schon. Also es gibt kein Patentrezept, das jetzt hundertprozentig funktioniert. Leider Gottes nicht. Aber ja, macht Spaß. Das ist die Hauptsache. Ihr müsst einfach geduldig sein, immer mal wieder probieren. Und ja. Ich freue mich, wenn es funktioniert hat. Ich lasse sie mit dir offen. Ich mache nachher noch einen Kringel rein. Ich ergänze jetzt hier mal mit Punkten noch ein bisschen. Ich habe ja wieder sehr viel Material angemischt. Ich möchte nachher auch noch Bögen machen, wie bei der Drachenblume außen. Ich finde, das kommt dann auch immer ganz gut. Der Spritzbeutel ist gar nicht so schlecht. Also dachte ich, die spitzigen Spritzbeutel sind ein bisschen blöd. Aber irgendwie funktioniert es gut. Ich habe sonst die anderen, die sind breiter, die rascheln dann immer so. Das nervt mich dann auch. So, cool. Ja, machen wir noch. Muss ja nicht jetzt jeden Zwischenraum hier füllen, sondern einfach so ein bisschen, wo ihr denkt, da könnte es noch was rein. Kann es natürlich sehr symmetrisch synchron machen, aber muss jetzt auch nicht sein. Einfach, dass überall das gefüllt wird. Ihr seht, wie die Streifen sich schon entwickeln. Ich finde es mega cool. Ich mache jetzt hier die Bögen, wie bei der Drachenblume. Der Unterschied zur Drachenblume ist halt auch, dass das jetzt nur weiß ist, nicht gefärbt. So. Oh, es sieht schön bunt aus. Ich hatte das neulich gemacht und es hat gar nicht funktioniert. Ich hatte da Weiß noch in die Farbe mit reingemischt, also in die Blau, Brombeergelb, und das war natürlich viel zu schwer. Ja, ich glaube, ich mache hier, ja genau, ich mache jetzt hier auch die Mitte wie bei der Drachenblume. Warum nicht? Das ist eine Kombination. Ich habe noch Material, kann jetzt ruhig noch ein paar Pünktchen machen. So, wo habe ich denn noch Platz hier? Habe ich noch einfach so ein bisschen Zwischenräume füllen. Wenn es euch langweilig ist, spult einfach vor, schaut, was ich gemacht habe. Das ist, ja, es dauert einfach. Die Drachenblume ist schneller fertig vom Gießen her. Das seid ihr schneller fertig. Aber hier braucht es einfach. Ja, ich habe noch übrig, aber ich glaube, so viel will ich jetzt dann doch nicht mehr reinmachen. Etwas noch. Ja, es hat halt immer noch Lücken, immer noch Platz. Aber ich finde es so toll, wie die Farben jetzt hier durchschimmern. Außen ist noch so leer. Ich mache einfach hier außen noch ein paar Punkte. Dann brauche ich mein Material erstens auf und zweitens mal habe ich dann ein bisschen höher gegossen, wenn ich das alles hier mit verwende. Oh, ja, aber wenn ich jetzt da durch bin, darum bin, dann lasse ich das gut sein. Das Material auch fast weg. Also minimal. Okay, das kann ich jetzt ruhigen Gewissens entsorgen. Was ich jetzt mache, ich lasse die Kamera noch laufen. Ich fühle ein bisschen, erstens mal ein paar Bläschen zu entfernen. Und zweitens mal, um das jetzt so ein bisschen hier zu beschleunigen, dass sich das noch ein bisschen besser zusammenzieht. Genau, also ich nehme euch aber mit auf die Reise. So, ich habe jetzt noch ein bisschen weiterlaufen lassen, habe das jetzt reingegossen, mein White Crystal Gemisch. War sehr transparent, also nicht so arg opak. Und was ich jetzt noch machen möchte, sind diese Glitzer reinmachen. So. Oder soll ich das gleich aus dem Becher direkt reingießen? Ich habe jetzt hier noch ein paar Aros und Feuer.
Oh, was ist mein Feuer? Muss ich kurz schauen. Den Schaum hier kurz von der Mitte weg machen. Nicht, dass ich den Schaum hier mit runter drücke. Jetzt gebe ich hier noch diese Crackles rein, diese bunt gemischten. Gold, Pink, Lila und Türkis. Geht alles so in der Mitte rein. Ich weiß auch nicht, wo die Mitte ist nachher. Weiß nicht, verschiebt sich. Also ich glaube, das reicht jetzt hier. Drückt es jetzt Moody nach unten in der Hoffnung, dass es unten schön sich verteilt hat. Und ja, das war's. Das war's vom Gießen her. Genau. Also, eigentlich kein komplizierter Guss, braucht halt ein bisschen Zeit. Bis ihr alle Farben zusammengemischt habt, deswegen habe ich das außerhalb der Kamera gemacht. Hier vermischt sich schön, da sieht man so ein bisschen grün, ein bisschen lila und so. Also ja, ich finde es wunderbar. Bisschen in der Mitte. Das kommt auch jetzt hier von den Crackles wahrscheinlich. Da wird noch Luft mit runter gedrückt, das kommt vielleicht noch hoch. Genau. Also das war's vom Prinzip. Ich lasse es einfach mal hier stehen. Ich lasse die Kamera jetzt nicht weiterlaufen. Das zieht sie jetzt quasi meistens noch ein bisschen zusammen und dann arbeitet es noch. Ich habe auch schon das in Videos gezeigt. Sieht echt total interessant aus. Aber ja, ich brauche nicht jedes Mal Zeitraffer laufen lassen. Das muss ich dann so viel schneiden. Es ist spannend, wie es jetzt aussieht. Und ihr seht es dann kurz vorm Ausformen, wie sie es dann entwickelt hat. Genau, also lasst euch einfach überraschen. Mache ich auch. Ich werde es, wenn es ein bisschen fester ist, auf die Seite schieben. Jetzt lasse ich es einfach stehen. Und freue mich aufs Ausformen morgen. Da hole ich euch dann wieder mit dazu. Drückt mir die Daumen, dass es gut wird. Und ja, bis zum Ausformen. Ciao. So, Zeit zum Ausformen. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, was da auf der anderen Seite rauskommt. Man ist immer so nervös. Wow. Wow, das ist ja mal mega schön. Oh, super, voll bunt. Ganz, ganz toll. Oh, das gefällt mir sehr gut. Oh, der Glitzer passt in die Mitte rein. Prima. Oh, jetzt bin ich erleichtert. Es ist immer so spannend, was dabei rauskommt. Sieht die Rückseite sieht so aus, man kann es nicht erahnen. Und dann kommt das dabei raus. Mega, mega bunt. Bin total zufrieden. Oberfläche schön glatt. Seht ihr die Wolken? Heute ist ein bisschen blödes Wetter. Wie im April. Hier ist ein kleiner Punkt, ein kleiner weißer Punkt drin. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ansonsten bin ich total zufrieden. Genau. Yeah. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mal gerne einen Kommentar da. Daumen hoch. Ein Abo, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.